Finale Bastelzeit. Heute nochmal VHS-Rekorder. Ja, wir hatten ja schon mal ein Video dazu und da hatte ich ein paar Modelle gezeigt. Aber den hier, den alten Hitachi, den hatte ich so ein bisschen übersprungen. Ich sagte da ja schon, ich habe eine Idee, was da an Fehler haben kann und das ist auch recht einfach. Als ich den getestet habe, da habe ich einen Motor gehört, aber sonst nichts, was sich bewegt. Das ist ein typisches Zeichen für einen sehr häufigen Fehler. In den Geräten, da sind nämlich Antriebsbänder aus Gummi drin und mit der Zeit können die locker werden, reißen oder sich gar zersetzen und dann kommt die Bewegung vom Motor natürlich nicht mehr an der nötigen Mechanik an. Ja, ich würde sagen, schauen wir heute doch einfach mal, ob sich mein Verdacht bestätigt. Aber bevor wir dahin gehen, gehen wir nochmal grob über das Ding drüber, was es da so an Sachen gibt, denn da sind noch ein paar Dinge, die ich beim letzten Mal einfach nur so ein bisschen grob behandelt habe. Da wollen wir dann heute nochmal gerade genauer drauf gucken, weil es doch teilweise schon ein bisschen besonders ist. Das erste ist, wenn wir einfach mal oben gucken auf den Text, der da steht. Autotuning, 39 Channel Preset Voltage Synthesized Tuner. 39 Kanäle kann das Ding hier also speichern. Und naja, auch wenn das hier mit Sicherheit noch analoges Fernsehen war, zu Top-Zeiten hatte ich da durchaus mehr als 39 Kanäle gehabt. Ist also schon dünn. Also wenn man mal guckt, was heute so ein Fernseher an Kanälen speichern kann, ist das natürlich eine komplett andere Hausnummer. Und auch dieses dahinter, Voltage Synthesized Tuner. Ich bin jetzt kein Tuner-Mensch, aber das klingt mir so, als ob sie Werbung damit machen, dass das Ding elektrisch den Kanal umstellen kann. Und naja, vor elektrisch Kanal umstellen war halt irgendwas mit so Rädern, Potis und Seilzügen. Weist also jetzt wirklich nochmal darauf hin, dass das Ding offensichtlich älter ist. Auch das zweite, was wir unten haben, und zwar dieses Tracking, wo wir hoch und runter machen können, das ist um die, ja, so ein bisschen die Bandgeschwindigkeit, beziehungsweise den, ja, die Phasenlage, guckt am besten in die nötigen Dokumente. Auf jeden Fall, das ist etwas, was man eigentlich heute gar nicht mehr benutzt, oder gut, heute ja VHS nicht, aber auch bei späteren VHS-Rekordern, war das eigentlich immer Auto-Tracking, sodass die Geräte automatisch versucht haben, die ideale Position zu finden, wo das Bild am besten ist. Was dann heißt, dass man hier, wenn man irgendein Band reinlegt, was wahrscheinlich dann nicht hier auf der Kiste aufgenommen wurde, naja, dann muss man da versuchen, mit Hoch- und Runterschieben die ideale Position wirklich selber zu finden. Das heißt also, ja, es ist Handarbeit, dann ein gutes Bild rauszukriegen. Und weiter links, wenn wir da drauf gucken, ist auch noch was Interessantes. Und zwar, okay, Operate Eject ganz links, ist klar. Der Cassette Loader ist auch klar. Aber wenn wir uns mal diesen Bereich angucken mit Play, Stop und so weiter, der ist ja noch relativ groß gehalten. Und das hat auch einen Grund. Das hier, das ist der VT62E. Und der stammt aus einer kompletten Serie mit verschiedenen Geräten, unter anderem dem VT63. Das ist ein Gerät, das hatte da vorne nämlich eine entnehmbare Fernbedienung. Das heißt, man konnte da irgendwie dieses Frontpanel drücken und hatte dann eine Wireless Remote Control, also eine drahtlose Fernbedienung in der Hand. Auch eine interessante Sache. Ich verlinke euch unten ein Video, werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen auf das Video, wo das jemand gezeigt hat. Ansonsten Rückseite hatten wir ja schon gesehen, Aerial und zum TV, um RF zu machen oder HF, unten der Test Signal Generator. Allerdings hatte ich da noch ein paar Sachen übersprungen und zwar, wenn wir von links gehen, erstmal hier dieser wunderschöne verstaubte Haupt-Power-Switch, der schaltet tatsächlich den Strom aus. Also das ist wirklich ein Hardware-Switch, der das Ding vom Netz nimmt. Und das ist auch gut, denn ja, warum sehen wir gleich, der Standby-Verbrauch hier von dem Ding ist ein bisschen höher. Wenn wir dann ein bisschen weitergehen, noch gerade zum Typenschild, 220 Volt, 34 Watt und Made in West Germany, das sagt uns auch schon irgendwie so Pi mal Daumen eine Hausnummer, wo wir hier das Gerät wahrscheinlich alterstechnisch ansiedeln können. Unten drunter bei den Anschlüssen, da hatten wir ja schon TV Control, konnte ich nicht viel zu finden, kann man wahrscheinlich irgendwie einen Fernseher damit verbinden. In-Out-Audio, In-Out-Video, das hatten wir alles schon. Aber die rechts daneben, die habe ich total beim letzten Mal übersprungen, nämlich Remote und Pause. Pause, keine Ahnung, aber Remote, ja, da weiß ich, was das ist. Denn erinnert ihr euch daran, was ich eben gesagt habe? Dass beim VT63 eine drahtlose Fernbedienung dabei war? Naja, hier war eine Fernbedienung dabei. Und ihr seht schon, wo die Reise hingeht. Yep. Das da ist eine Fernbedienung. Nicht zu verwechseln mit einer drahtlosen Fernbedienung. Ja, damals hat man tatsächlich hier solche Dinge benutzt. Wenn wir das mal hier ein bisschen aufmachen, dann sehen wir, das ist einfach nur Record, Play,
Vorwärts, rückwärts, Stopp, Pause und Channel hoch. Es gibt kein Channel runter auf dieser Fernbedienung. Auch Eject ist zum Beispiel hier nicht drauf. Alles sehr einfach gehalten. Und der Stecker ist einfach ein Klinkenstecker mit zwei Polen. Ich gehe da fast davon aus, dass da auch nichts drin steckt an Mikrocontrollern, sondern dass wirklich einfach nur Widerstände sind, die da dann geschaltet werden. Und ja, das ist wirklich eine Drahtfernbedienung mit Kabel. Das heißt also, das hat man dann ausgerollt, hatte da seine 5 Meter Kabel und konnte dann bequem von der Couch seinen Videorekorder fernsteuern. Ah, ja, gut. Ich glaube, auch daran kann man erkennen, ich glaube nicht, dass der in den letzten Jahren von VHS hergestellt wurde. Aber genug Blick auf die Hardware. Dass die da ist, wissen wir ja schon, aber da fehlt ja noch was. Also gucken wir mal, ob wir den auch noch irgendwie hinkriegen. Wir hatten ja eben schon gehört, da wird wahrscheinlich ein Band oder sowas hinüber sein. Mal gucken, der hat auch an der Seite 2 Kreuzschrauben. Okay, das klingt überschaubar. Und wie gesagt, der stand lange Zeit draußen. Das heißt, da könnte Getier drin sein. Ich hoffe nicht zu viel. Ich habe nochmal geguckt, hinten eine Schraube war schon draußen. Also, was haben wir denn Leckeres hier drin? Und, ups, das geht. Keine offensichtlichen Tiere, das ist gut. Was man auf jeden Fall sehen kann, das Ding wird warm. Hier gucken, hier sind doch so einige Spuren. Muss mal gerade so ein bisschen gucken. Das eine ist hier vorne interessanterweise, okay. Und dann hier hinten, ja gut, das ist Staub. Oh. Wow. Not bad, not bad, not bad. Man sieht es, glaube ich, gar nicht. Hier hinten haben wir dieses große Ding da. Der STK5451 mit der Unterzeile Voltage Rack. Also das ist im Prinzip ein Spannungsregler. Hui. Ansonsten großer Trafo, eine Sicherung, Träger 800 mA. 2 Gleichrichter, 2 Sicherungen. Oh. Okay, also komplett gekapseltes Netzteil hier hinten mit diesem riesen, wahrscheinlich Linearregler. Die HF-Sektion hier, okay. Und ja, sehr großes Board, wahrscheinlich unten geht das komplett. Nee, das scheint nur hier der Bereich zu sein. Mit einem Daughterboard, was hier nochmal hoch geht. Jetzt sind wir da noch drauf, ein paar Chips auch nur, okay. Nochmal hier, interessanterweise mit einem, ist das ein Cap oder eine Batterie? Ne, das sieht mir nach einem Kondensator aus. Auch interessante Konstruktion hier mit den Elkos, die dann hier drüber mit ihren Beinchen gespannt sind. Okay. Ja, der Mechanismus hier hat prinzipiell ja funktioniert, nur das Abspielen nicht. Das heißt also, unten drin wird wahrscheinlich der Fehler sein und ich sehe da schon, oh ja, 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 ja. Oh, ah. Ich wollte gerade schon sagen, ich sehe da unten drin ein Antriebsband. Der wird wahrscheinlich lose sein, aber er ist nicht lose. Er ist flüssig. Ach, ich hasse es, wenn das passiert. Das ist immer so eine Sauerei. Könnt ihr auch mal gucken. Ich hatte jetzt nur mit dem Schraubendreher versucht, ein bisschen wegzumachen. Jetzt achtet mal darauf, was hier für ein Dreck runterkommt. Das ist im Prinzip, werden diese Gummiringe ja aus Öl hergestellt. Und dass hier, wenn diese Mittelchen rausgehen, die das zusammenhalten, die verschwinden halt mit der Zeit. Dann ist das im Prinzip, als ob da einer Rohöl quasi in euer Gerät gekippt hat. Na gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, da ist definitiv der Fehler. Da unten ist ein Antriebsband. Das müssten wir mal ersetzen. Ansonsten haben wir hier sonst noch irgendwas. Ich sehe hier ein paar Gummiwalzen. Die sehen aber nicht so aus, als ob die betroffen sind. Das heißt also, ja, es wird wahrscheinlich tatsächlich nur... Ach du Gott. Ich wollte gerade sagen, den Gummiring wechseln und dann ist gut, aber... Ich sehe hier einen Antriebsband. Ich sehe hier einen Antriebsband. Ich sehe hier rüber noch ein Antriebsband. Also, hui. Da werden bestimmt irgendwie eine nicht unerhebliche Anzahl an Bändern unten drin sitzen, die wahrscheinlich alle nicht mehr so berauschend aussehen. Kommen wir denn irgendwie von unten ran? Ja, kommen wir. Wunderschön. Versuchen wir das mal hier ein bisschen... auf unserem Tisch herum zu manövrieren. Hier haben wir eine Bodenplatte mit jede Menge Schrauben drin. Dann würde ich sagen, machen wir die mal raus, gucken wir uns das Ding von unten an. Und ich gehe davon aus, dass das Ding vom Alter her wird das noch so gebaut worden sein, dass man da halbwegs Wartungen durchführen kann. Fehlen hier schon
Schrauben. Könnte sein, dass schon einer dran war. Ja, es wird wahrscheinlich einer dran gewesen sein, weil hier ja so schwarzes Zeug außen dran war, wo ich eben schon reingepackt hatte. Von daher gehe ich davon aus, da hat sich schon mal wer dran versucht und hat dann entschieden, nee, das lassen wir mal. Es ist halt schlecht, dieses Zeugs, wenn es einmal flüssig ist, runterzubekommen. Das ist, macht keinen Spaß. Aber ich sag mal so, vom Design her gefällt mir die Kiste hier schon so ein bisschen. Ich meine, ich brauche sie eigentlich nicht, aber wenn wir sie nochmal zum Leben erwecken können, wieso nicht? Wer weiß, vielleicht ist es ja sogar ein Sammlerstück, vielleicht muss ich mal nachgucken. Ich habe eben schon mal nachgeguckt nach dem anderen, nach diesem, was war es? Ich glaube, es war der mit dem RF52, wo mir einfach nur die Fernbedienung wahrscheinlich fehlt. Der steht bei Amazon gerade für über 100 Euro drin, was zum Geier? Sind die Dinger wirklich so teuer geworden? Ich hoffe nicht. Weil, sind wir ehrlich, wofür? Also ich meine, ihr habt jetzt gesehen, ich habe hier 4 VHS-Rekorder oder was waren es? Oder sagen wir 3,5. Einfach aus meinen Bastelkisten quasi rausgezogen, weil sie überall rausgeflogen sind. Keiner will die Dinger mehr haben. Wieso sind die auf einmal so teuer? So. Okay. Auch hier kein Getier. Ach du Gott. Jo, das ist irgendwie mehr, als ich erwartet habe hier unten drin. Also wir haben hier unser Mainboard, was wir eben schon gesehen haben. Wir haben hier nochmal ein Zusatzboard. Das scheint mir auch alles mit RF und so zu tun zu haben. Diesen interessanterweise schwarz lackierten SMD-Boards, die nochmal da drauf gemacht sind. Der Rest ist halt ohne SMD, wie es aussieht. Auch hier einseitige Platinen. Haben wir einen Datumscode hier zufällig drauf? 82 eventuell. Hier ist auch ein 82 drauf. Gleich nochmal gucken. Aber warum ich gesagt habe, Also, wir haben auf jeden Fall hier Überreste eines Bandes, die hier rumliegen. Wir haben hier Überreste eines Bandes. Wir haben hier Überreste eines Bandes. Wir haben hier Überreste eines Bandes. Das ist nicht gut. Vor allen Dingen, weil ich keine Ahnung habe, wo die hingehören. Ansonsten, glücklicherweise, hier das Plastik sieht noch heiler aus. Das wird mit der Zeit eigentlich auch porös, aber das hier sieht eigentlich alles okay aus. Auch die Walzen sehen okay aus hier. Hier sehen wir, hier war auf jeden Fall ein Band drüber, hier war ein Band drüber. Das wird spaßig, das rauszukriegen. Ich hoffe, es gibt hierzu irgendwo ein Service Manual. Der hier ist noch, der ist sehr weich, also können wir ja sehen. Ja, hier, achtet mal drauf. Zip. Der ist also im Prinzip auch schon flüssig. Das hier hatte mir eben, das war der, den wir von oben gesehen haben. Der geht hier hinten auf den Motor. Der komplette Motor ist zugesaut. Puh. Antriebsriemen, it is. Wer hätte es erwartet? Gerade nochmal drüber schauen. Haben wir hier auch noch irgendwas mit Datum? 84. 84. Ja, also es kann jetzt natürlich Confirmation Bias sein, dass ich mir einfach das einbilde, dass alles, was nach 80 aussieht, richtig ist, aber Mitte 80er wäre auch halt so das, was ich geschätzt hätte. Ja, ansonsten noch irgendwelche interessanten Sachen hier. Die Vorderseite hatte man ja schon im Prinzip. Auf der Unterseite, was ich noch gesehen hatte, ist dieses Bauteil hier. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera lesen kann. Das ist eine Delay Line. Also, ja, eine... Ja, wie erklärt man eine Delay-Line? Quasi ein langer Draht als Bauteil, sodass wenn man auf einer Seite Strom reingibt, das auf der anderen Seite langsamer wieder rauskommt. Okay. Und auch hier, der hier, genauso eine. Da ist nochmal eine sehr große Delay-Line hier. Also, da hat man auf jeden Fall eine Menge Zeug reingebuddert, was irgendwie analoge Dinge tut. Das nutzt man heute so auch nicht mehr. Das macht man heute meistens mit einem DSP oder so. Na gut, ansonsten hier auch noch dieses wunderschöne kleine Board hier. Ah, schon wieder reingepackt. Wir sehen Quarz da drauf, nicht viel mehr. Interessanterweise sind das 33,4 oder 334 K, also Kilohertz wahrscheinlich. Das ist jetzt eine Frequenz, die ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Bei 32,768 Hertz wäre es halt eine RTC gewesen. Eigentlich hätte ich an der Stelle aber einen Quarz mit, was war das? 4,433618,5 Megahertz erwartet. Was ist das für eine krumme Zahl? Naja, das ist die Frequenz, die man benötigt oder üblicherweise genutzt hat,
um den PAL-Farbcarrier zu dekodieren, also Farbfernsehen in Europa. Und wieso hätte ich den an der Stelle erwartet? Naja, es ist ein eigenes Board. Und für US-Markt, die NTSC gehabt haben, da gibt es nämlich eine andere Frequenz. Und ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass das einfach der PAL-Quarz ist und dass man, je nachdem, ob man das Ding in Europa oder Amerika verkauft, an der Stelle einfach dieses kleine Board ändert und den Rest gleich lässt. Ist anscheinend hier nicht der Fall. Soll uns aber auch egal sein, denn solange die Elektronik nicht kaputt ist, lassen wir einfach mal die Finger davon, wird schon schief gehen. Also begeben wir uns stattdessen mal an die Reparatur und das heißt erstmal putzen, putzen und putzen. Ja, wie gesagt, die Antriebsriemen, die haben sich aufgelöst, diese Vulkanisierung, die das Gummi festmacht, ist also weg und übrig bleibt quasi ein dickflüssiges Öl, was alles beschmiert, was dem in die Quere kommt. Also wirklich, wenn ihr die Möglichkeit habt, zieht Handschuhe an, ihr werdet danach sehr, sehr glücklich sein und nicht so aussehen wie ich. Eine wirklich gute Methode, wie man das reinigen kann, die kenne ich auch nicht wirklich. Ich benutze meistens einfach Papiertücher, um den groben Murks wegzubekommen. Bei schmalen Dingen, wie zum Beispiel den Ritzen von diesen Antriebsrädern, da können dann auch Dinge wie Zahnstocher oder Wattestäbchen oder irgendwas anderes Spitzes natürlich helfen. Hier gab es zudem diesen Motorblock, den konnte man relativ einfach abschrauben. Das ist natürlich auch immer hilfreich, wenn man Dinge rausholen kann, um dann wirklich an alle Ecken und Enden dran zu kommen. Ja, und das, wie gesagt, tausendmal abgewischt mit diversen frischen Tüchern und am Ende dann nochmal mit ein bisschen Alkohol und einer Zahnbürste drüber. Vorzugsweise natürlich nicht die, die man sich sonst so in den Mund schiebt. Und ja, am Ende dann einfach hoffen, dass es nicht mehr klebt. 100% sauber bekommt man es zwar damit auch nicht so wirklich, da müsste man dann wahrscheinlich mit härteren Mitteln anrücken, wobei da dann die Frage ist, ob da nicht das Plastik von angegriffen wird. Von daher, das ist immer so eine Gratwanderung zwischen sauber machen und ja, ganz lassen. Aber ganz ehrlich, solange die Funktion am Ende wieder da ist, ist es für mich auch relativ egal, wenn da noch ein schwarzer Schmier drauf ist. Solange es nicht mehr klebt, passt das. Als nächstes habe ich mich dann mal im Internet umgeguckt nach einem sogenannten Service Manual oder sowas. Das gab es früher relativ häufig. Das ist im Prinzip eine Anleitung hauptsächlich für Leute, die reparieren. War meistens früher für jeden zugänglich, bei neueren Geräten ist es teilweise nur noch autorisierten Fachhändlern zugänglich. Auf gut Deutsch, man findet es meistens im Internet, zum Glück. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, bitte, bitte, bitte setzt euch für Recht auf Reparatur ein, dass man demnächst wieder Dinge selber reparieren kann und nicht jedes Gerät wegschmeißen muss. Aber zurück hier zum Thema. Service Manual habe ich leider nirgendwo im Internet rumfliegen sehen zu hier dem Gerät. Allgemein scheint es relativ wenig zu geben. Ist also anscheinend ein eher seltenes Modell. Aber auf YouTube, da bin ich auf ein Video gestoßen, habe ich eben ja schon mal erwähnt, von ProbeNotsTech heißt der, wenn ich das richtig sehe. Das ist zum VT63, also dem größeren Modell mit der abnehmbaren Funkfernbedienung. Nicht zu verwechseln mit Fernbedienung. Und ja, ist aus derselben Modellserie und der hat da auch so ein bisschen die Innereien gezeigt. Bei ihm waren die Bänder noch intakt. Das heißt, ich konnte da zum Glück schon mal grob sehen, wo die Riemen mal gesessen haben. Also ich habe dann jetzt eine grobe Idee gehabt, wie das Ganze aussehen müsste. Und ja, das reicht mir dann auch erstmal für einen Vorversuch. Ich habe nämlich hier so Universalpacks mit diversen Riemen. Die gibt es relativ günstig in China zu kaufen. Das ist sicher nicht passend, das ist sicher nicht qualitativ gut, aber in den meisten Fällen ist es ausreichend, um es zumindest mal so grob wieder in Funktion zu bekommen. Und mir geht es ja erstmal darum zu gucken, ob wir da überhaupt irgendwie was an Leben aus der Kiste rauskriegen. Also habe ich mir erstmal was von der Länge Passendes rausgesucht und habe die erstmal draufgezogen. Teilweise eventuell auch so ein bisschen innovativ, weil ich hatte nichts in der richtigen Länge, also habe ich dann schon mal was Längeres geholt und irgendwie so in einer 8 doppelt drüber gezogen. Ja, wird schon schief gehen. Ja, die Frage ist natürlich, was hält das Gerät davon, wenn wir das jetzt einschalten? Naja, es dreht. So weit, so gut auf jeden Fall, aber viel mehr auch nicht. Die Elektronik schaltet relativ flott wieder ab. Und naja, die Billigriemen sind halt auch nicht für solche Lasten gedacht. Ja, tschüss Gummi, die reißen relativ flott. Aber prinzipiell sieht es ja schon mal gut aus. Ich habe irgendwie eine Funktion, er reagiert, es scheint alles irgendwie sich zu drehen. Also Zeit nach was Passenderem zu suchen. In meinem Fall war das ein bisschen schwerer. Wie gesagt, ist ein eher seltenes Modell, wie es aussieht. Aber ein Händler aus UK, der hatte da was Passendes. Und zwar ein sogenanntes Belt Kit, also ein Set mit allen nötigen Antriebsbändern. Hier in dem Fall sind das 6 Stück. 2 davon sitzen am Motor,
Dann einer quer oben zwischen diesen Rädern, dann der lange vom Motor zu den Rädern, der breite vom Motor zum Schwungrad und auf der Vorderseite, da ist das letzte Band zwischen einem von hier diesen Antriebsdingern und einem Rad. Das dürfte wohl der Tape-Counter sein. Also eingebaut, getestet und Niete. Naja, die Ursache ist allerdings relativ flott klar. Eins von den Bändern aus dem Satz. Das ist für mein Gerät irgendwie zu lang. Das dreht nämlich durch und bekommt daher die Mechanik nicht so wirklich in Gang. Ist eigentlich seltsam, weil das ja genau für mein Modell sein sollte und auch eigentlich original aussah. Aber naja, gut. Es ist zum Glück an einer nicht ganz so kritischen Stelle. Entsprechend habe ich einfach eins von meinen Billigbändern bemüht. Für da sollte das eigentlich ausreichen. Also, nächster Test und ja, wieder Niete. Der fängt zwar an abzuspielen, aber kurz drauf hört er wieder auf. Meine erste Idee war, dass das der Tape-Counter ist, der nicht klappt und die Elektronik dann einfach vorsichtshalber abschaltet, weil hey, ich drehe, aber es bewegt sich nichts. Aber das Band zum Tape-Counter, das hatte ich ja gerade erst gewechselt und das sah auch eigentlich alles okay aus. Ich habe aber noch was anderes gesehen und zwar, wenn man genau hinschaut, oder na, so genau muss man nicht, wir haben Bandsalat. Das heißt also, anscheinend wird das Band nicht zurückgezogen, wenn es eigentlich sollte. Was seltsam ist, weil die Motoren drehen sich und alles unten drunter an Zahnrädern und so dreht sich. Scheint also so, als ob bei diesen Antriebspinöpeln, die in die Kassette da reingreifen, die Bewegung nicht ankommt. Und ja, sure enough, da ist auch das Problem. Im Inneren, da ist nämlich hier dieser Arm. Der kann sich je nachdem nach links oder rechts schwenken, je nachdem, ob man vorwärts oder rückwärts antreiben möchte. Und je nachdem, in welche Richtung er ist, geht er einfach mit dem Gummi auf hier so eine geriffelte Fläche an dem Antriebszapfen und treibt den so an. Zumindest theoretisch. Praktisch haben wir an der Stelle nämlich zwei Probleme. Bauen wir das Ding erstmal aus, dann sieht man das besser. Und das geht glücklicherweise hier auch relativ einfach. Also vermutlich war damals schon klar, dass das irgendwie Verbrauchsmaterial ist und mal getauscht werden muss. Probleme zum einen. Naja, der Gummi hier ist relativ alt. Wenn wir drauf gucken, er ist zwar nicht flüssig geworden, das ist schon mal gut, aber relativ porös, wir haben sehr viele Risse. Leider konnte ich da aber auch keinen fertigen Ersatz finden. Das wäre im Zweifel also ein Job für irgendeine Sonderanfertigung oder einen 3D-Drucker mit zum Beispiel TPU-Filament oder so. Aber ehrlich gesagt, ich habe den mal abgebaut, habe mit ein bisschen Alkohol abgerieben und ja, das Gummi ist trotz den Rissen noch relativ griffig. Also ich denke nicht, dass das wirklich das Problem ist. Der Arm hat aber noch ein zweites Problem, und zwar dieses Rad mit dem Gummi. Das sollte sich ja eigentlich drehen. Eigentlich. Praktisch tut es das nicht mehr wirklich. Da schleift einfach Plastik auf Plastik oder irgend sowas, also es ist extrem schwergängig. Da muss ich schon mit der Hand relativ viel Druck aufwenden, um das zu drehen. Auch hier wäre es natürlich praktisch gewesen, wenn man einfach hier den Arm fertig bekommen könnte, aber wie gesagt, ich hatte da leider kein Glück. Aber jetzt habe ich so lange daran geputzt, so schnell gebe ich das Ding noch nicht auf. Also 3D-Druck to the rescue. Wer meinen Livestreams folgt, hat es eventuell gesehen, das gute alte Flugschwein. Ja, ich habe mir die Form hier geholt, habe die so ein bisschen in Inkscape nachgezeichnet und dann in FreeCAD Pi mal Daumen so ein Modell darum gebaut. Ist nicht ideal, aber sollte klappen. In der Mitte habe ich genug Platz gelassen für hier so ein billiges Kugellager. Auch das mit Sicherheit unterste Qualitätsstufe, aber um Welten besser als das jetzige. Also am Ende einfach den Gummi über das neue Rad gezogen und fertig ist das Ersatzteil, also zumindest Stern. Wie gesagt, das ist ein sehr grober Nachbau. Es ist einfach nur auf die Schnelle gemacht, um jetzt zu gucken. Für die volle Funktion fehlen da noch diverse Dinge. Die Federaufhängung fehlt, die Größen müssten noch ein bisschen Feinschliff bekommen. Also der eckt an allen Ecken und Kanten ein und greift nicht richtig. Aber für einen kurzen Test müsste es ausreichen. Also rein damit. Und was soll ich sagen? Naja, gesund klingt das mit Sicherheit nicht. Also mein Quick and Dirty Ersatzteil hier greift, wie gesagt, nicht an allen Stellen immer so, wie es sollte. Aber der Antrieb läuft. Die Maschine bleibt im Play-Modus und springt nicht mehr aus. Und auch wenn ich auf Eject drücke, da kommt kein Bandsalat. Ich glaube, das können wir als Erfolg werten. Jetzt fehlt da nur noch eine Frage. Wenn er abspielt, kommt da hinten auch an der Rückseite Bild aus dem Ausgang. Also klemmen wir mal an. Bild haben wir nicht. Ich gehe auch nicht davon aus, wir hatten eben ja schon gesehen, so um die 85 wurde der hergestellt, also Mitte bis Ende 80er. Da war jetzt On-Screen-Display noch nicht ganz so verbreitet. Von daher ist zu erwarten, dass wir ein schwarzes Bild haben. Deswegen im Übrigen auch der Test-Signal-Generator für den HF-Bereich, dass man seinen Fernseher überhaupt einstellen kann, während keine Kassette läuft.
Aber genug davon. Ich habe jetzt einfach mal den Composite an meinen PC angeklemmt und drücken wir mal Play, Daumen drücken und ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Wir haben definitiv ein Bild. Und ich würde mal sagen, auch wenn das hier eine ziemliche Sauerei war und ihr habt ja meine Finger mit Sicherheit in einem der letzten Videos gesehen, dass sie ein bisschen dunkler waren als sonst. Fürs nächste Mal sind halt Handschuhe bestellt. Jetzt haben wir das Gerät hier in einem Zustand, der so halb ist, würde ich sagen. Repariert ist er nicht wirklich, aber die Grundfunktion ist da. Ich kann ein Band reinmachen, ich kann es abspielen, ich kann es wieder rausholen. Das funktioniert alles einwandfrei. Was nicht sauber funktioniert, ist das Spulen. Wie gesagt, da müsste man gucken, ob man den Arm noch ein bisschen optimiert. Ist halt ein bisschen schade, dass man den nicht wirklich als wirklich passendes Ersatzteil irgendwo sinnvoll kaufen kann. Oder ich habe ihn jedenfalls nicht gefunden. Für mich ist das aber auch ausreichend, weil als wirklich Daily Driver, naja gut, täglich gucke ich wahrscheinlich eh keine VHS, aber für regelmäßig würde ich ihn wahrscheinlich nicht nutzen. Einfach weil das Ding hier zum Beispiel keinen Dolby-Ton drin hat. Das heißt, die Tonqualität ist nicht so berauschend, ist auch nur monoton. Aber man muss ihm zugutehalten, es war jetzt nicht wirklich viel Wartungsaufwand, also bis auf die Bänder halt, das war halt Pech, hatte man leider bei hier so Geräten häufiger, einfach weil die Vulkanisierung von den Bändern teilweise nicht so 100% war. Und wenn es dann noch in hier so einem Gerät ist, wo Motoren drin sind, die im Zweifelsfall da irgendwie intern so ein bisschen Funken machen, weil sie mit Bürsten arbeiten oder so, das erzeugt Ozon, das greift das dann nochmal an und am Ende hat man halt die Pampe da drin. Naja, ist halt ein bisschen Putzaufwand, aber ihr seht, naja, Bänder tauschen, eventuell vorne das eine Teil tauschen, was halt bei mehr verbreiteten Geräten wahrscheinlich dann auch noch zur Verfügung steht und dann hat man am Ende da für, was weiß ich, 20 Euro oder sowas, wieder sein Gerät am Laufen und in jedem Fall halt nach was, 35, 40 Jahren? Also hat sich gut gehalten, muss ich da sagen, ne? Ich denke, ich werde jetzt hier nicht noch mehr Arbeit reinstecken. Wie gesagt, für mich reicht das aus, wenn das hier gut aussieht. Grobe Funktion ist da und hey, fürs Zurückspulen hole ich einen anderen Videorekorder. Das ist mir jetzt zu viel Arbeit, dieses Ersatzteil noch so fein zu schleifen, dass wirklich da die Umschaltung zwischen Vor- und Rücklauf 100% funktioniert. Am Ende, wie gesagt, ich kann damit abspielen, es sieht gut aus und damit tut er für mich jetzt erstmal, was er soll.